Der Sandmann hat Geburtstag. Das ist doch die Top-Story. Stell dir vor, Lemminger beglückt Hannelore Kohl. Ich bin ja so glücklich. Stell dir vor, gestern im Bundeskanzleramt zwischen all diesen hoppelnden Hasen haben wir Hasch nicht gespielt. Boah, also ich kann dir sagen, Bastian, du wärst mein Trauzeuge. Ganz bestimmt. Ja, auf jeden Fall, und das ist ja großartig, der Dr. Kohl, der weiß von nichts. Der wird mich umbringen. Oh mein Gott. Also wenn ich diesen Lemming noch finde, da kann der was erleben. Ja. Herr Dr. Kohl, Dr. Kohl, hier ist er. Nehmen Sie mit, frei Haus. Die Wochenshow, die witzigsten Nachrichten der Welt. Mit Ingolf Lück. Anke Engelke. Marco Riemer. Bastian Pastewka. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Hallo, guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Schon wieder einer. Reinhold Messner entdeckt Yeti im Badeurlaub. Gerettet. Befreiungsaktion bei Hans Meiser. Wintersaison. Jan Ulrich will es noch mal wissen. Die Themen der Woche. Niedersachsens Ministerpräsident Gerhard Schröder will mit allen Mitteln Bundeskanzler werden. Um dieses Ziel zu erreichen, ist er zu größten persönlichen Opfern bereit. So heiratet er sogar Doris Köpf. Der Wochenshow stand Gerhard Schröder für ein Kurzinterview zur Verfügung. Hallöchen! Was den kleinen Mann auf der Straße in diesen Tagen interessiert ist, haben unsere Politiker Humor? Ja. Und genau diese Frage möchte ich unserem schwachbegabten Herrn Schröder stellen. Ah, da ist er ja, der Ministerpräsident. Hallöchen, Herr Ministerpräsident, ups! Zurück zur Wochenshow. Kommen wir nun zu unserer Top-Story. Heimtückische Infektionskrankheiten sorgen seit Jahren immer wieder für Schlagzeilen. Nach Rinderwahn und Schweinepest ist nun auch die primitivste Lebensform betroffen, der Spitzenpolitiker. Mehr darüber erfahren Sie jetzt in unserer Top-Story. Der Bonner Bundestag, Keimzelle einer sonderbaren Krankheit, der Auslöser ein bislang unbekannter Virus. Der Virus greift zunächst das Kleinhirn an und beeinflusst die Fähigkeit zu lesen. Das Opfer erkennt zwar die Buchstaben, hat aber keine Ahnung, was sie bedeuten. Das Tückische ist die Geschwindigkeit, mit der die Krankheit zuschlägt. Eben noch frohen Mutes weiß Volker Rühr im nächsten Moment schon nicht mehr, was er da eigentlich in der Hand hält. Und dies ist der Augenblick, in dem Klaus Kinkel erkennt, dass er ebenfalls infiziert ist. Auch Innenminister Kanter hat nicht den geringsten Schimmer, was sich da in seiner Tasche befindet. Das erste Dokument sagt ihm nichts, das zweite ebenso wenig und auch das dritte ist ihm völlig schleierhaft. Eingeschleppt wurde die Krankheit vermutlich vom früheren englischen Premierminister John Major. Er leidet bereits an völliger Orientierungslosigkeit. Symptome, die auch bei FDP-Chef Wolfgang Gerhard zu beobachten sind. Er erkennt nicht einmal seine Parteigenossen. Und auch Gerhard Schröder hat nicht die geringste Ahnung, was um ihn herum passiert. So wenig wie der Kanzler, der zudem gleich noch einen Staatsgast mit angesteckt hat. Und so führt die Krankheit unweigerlich zur völligen Verblödung ohne Aussicht auf Heilung. In Deutschland ließen sich in diesem Jahr genau 30.000 Frauen den Busen vergrößern. Statistisch gesehen sind das ungefähr 60.000 Brüste. Häufig jedoch kommt es nach dem Eingriff zu Komplikationen. Unsere Reporterin Mareike Lisierski hat einen gewagten Selbstversuch unternommen. Hallo, 5 Kliniken, 5 Ärzte, 5 Operationen im Test. Das Ergebnis? Katastrophal. Nur an der Uniklinik Zürich fand ich einen Chirurgen, der in der Lage war, meinem Wunsch nach Schönheit, Jugend und praller Weiblichkeit gerecht zu werden. Neben mir steht Herr Dr. Wannseher, der diese schwierige Operation an mir durchgeführt hat. Herr Dr. Wannseher, was genau ist eigentlich so gefährlich an dieser Art von Operationen? Ingolf, du siehst Fragen über Fragen und damit zurück ins Studio. Herbstzeit.
Kinozeit. Jetzt, wo es früher dunkel wird, gehen viele Menschen ins Kino oder mit ihren Partnern ins Bett, was in der Regel weniger Spaß macht. Wir zeigen Ihnen jetzt die aktuellen Wochenschau-Kinocharts. Auf Platz 3 Guido Westerwelle in der Apothekerin. Pardon, Guido Westerwelle in die Apothekerin. Denn Guido Westerwelle ist die Apothekerin. Eintrittspreise erfragen Sie bitte bei Ihrer Krankenkasse. Auf Platz 2 Dieser Mann geht ab wie Harry. Erleben Sie Horst Tapper in Ballermann 6. Auf der Suche nach jemandem, der den Wagenfuhr fahren kann. Und auf Platz 1, wie in der Vorwoche, Helmut Kohl und Wolfgang Schäuble in MIB, mitten im Bundestag. Der langweiligste Film seit Erfindung der ARD. MIB, erleben Sie, wie Klaus Kinkel geblitzdingst wird. MIB, mitten im Bundestag, jetzt im Kino. Und nun der Nachrichtenüberblick mit meiner Nummer 1, Anke Engelke. Überblick. Bonn. Nach den französischen Lkw-Fahrern streiken nun auch die Bundestagschauffeure. Der Grund sind die unmenschlichen Arbeitsbedingungen. So, Chef, wir sind da. Bitte, Sie können hier aussteigen. Nein, da kann ich doch nichts für. Bundeskanzler Helmut Kohl besuchte am vergangenen Mittwoch den Norddeutschen Rundfunk. Besonders beeindruckt zeigte er sich von der neuen Werbekampagne des NDR. Bonn. In Regierungskreisen mehren sich die Gerüchte um eine bevorstehende Kabinettsumbildung. Vor allem Außenminister Klaus Kinkel scheint sich für ein neues Ressort zu interessieren. Schau mal, Theo, der Kinkel. Ja, ja, der übt schon für Verkehrsminister. Ballermann 6. Schlagersänger Jürgen Drews gab mit seiner Nebenrolle im Kinofilm Ballermann 6 ein erfolgreiches Leinwanddebüt. Deshalb steht er auch für den Fortsetzungsfilm wieder vor der Kamera. Gut, Herr Drews, ja, bisher hat ja alles ganz gut geklappt. Dann bis auf die... Na gut, aber Schwamm drüber. Also, wir drehen den Schluss des Films. Ihre Frau wurde brutal niedergestochen, ihr Kind wurde entführt und Sie sind jetzt so ganz allein auf diesem Boot, ja? Also sehr depressive Stimmung, ja? Körperliche Niedergeschlagenheit, das muss man alles spüren, das muss man alles sehen, das muss man alles fühlen, ja? Okay, beide! Okay, Jürgen, sprich! Oh, yeah! Der Dachverband italienischer Eisdealer beklagt das respektlose Verhalten deutscher Touristen. Diese nutzten die Freundlichkeit des Servicepersonals häufig aus. Lecker, lecker, lecker. Du, hör mal, ich glaube, ich bestelle das gleiche wie letzte Woche. Das hat Spaß gemacht. Und wenn er das schafft? Hey, Meister, hey. Ein Eis zu 250, aber mit Sahne. Das schafft er nie. Das schafft er. Unser Kündchen. 164, 165, 166. Mama, wie schade. Das war der Nachrichtenüberblick. Zurück zu Lück. Danke, Anke. Novemberwetter, Schmuddelwetter, Nebel, Regen, Grau in Grau. Uah, für viele Menschen der absolute Horror. Depressionen sind an der Tagesordnung. Aber ich begrüße nun einen Mann, der da Abhilfe schaffen will. Frank Faller. Guten Abend, Herr Faller. Guten Abend, Herr Lück. Guten Abend, Herr Faller. Was wollen Sie denn nun tun gegen diese trübe Jahreszeit? Wissen Sie, was Hyperbrinomie ist? Nein. Schade, ich hätte zu gerne gewusst, was das ist. Herr Faller,
Ja? Ja, Herr Faller, was wäre denn nun Ihr Vorschlag, um uns in Deutschland den tristen Herbst ein wenig angenehmer zu gestalten? Ganz einfach. Wissen Sie, was Sommerzeit ist? Aber selbstverständlich. Soll ich es Ihnen erklären? Nein, das brauchen Sie nicht. Das ist nun mal eben Teil meines Modells. Was wäre, Herr Lück, wenn ich Ihnen sagen würde, dass wir das ganze Jahr über Sommerzeit haben könnten? Naja, also wenn Sie das sagen würden, würde ich fragen, wie das denn gehen solle. Ja, dann würde ich antworten, ganz einfach, Herr Lück, man müsse doch nur im Herbst den Kalender auf Frühjahr zurückstellen. Aber das wäre doch rein theoretisch. Das wäre theoretisch, wenn unser Gespräch hypothetisch bliebe. Bleibt es aber nicht. Ich sage Ihnen, Herr Lück, man kann das ganze Jahr über Sommerzeit haben. Ja, wie soll das denn gehen? Man muss nur im Herbst den Kalender auf Frühjahr zurückstellen. Dann ist nur wieder Sommer. Ja, wie soll das denn gehen? Sie wiederholen sich. Ja, entschuldigen Sie bitte. Passen Sie auf, ganz einfach. Es ist immer Sommer, es ist immer Sonne. Sie haben große Ferien. Das wäre doch richtig, na schön. Ja, tut mir leid, Herr Faller, aber mit Verlaub, Ihr Vorschlag ist absoluter Schwachsinn. Man kann das Jahr nicht zurückstellen. Ja, das klingt im ersten Moment, klingt das natürlich ein bisschen fantastisch. Aber das ist es auch. Schauen Sie sich hier mal mein Modell an. Ich will Ihnen das mal ganz einfach veranschaulichen. Diese ersten 6 Blätter, das ist die Sommerzeit. Ja? Und diese zweiten 6 Blätter, das ist die sogenannte Schmuddelzeit. Ja? Also Sommerzeit, Schmuddelzeit. Achtung, jetzt kommt's. Und? Ja? Sehen Sie, es funktioniert. Stimmt. Fantastisch! Das ist ja, so geht es ja! Entschuldigen Sie, Herr Faller, vielen Dank, dass ich am Anfang ein bisschen skeptisch war. Jetzt beugt mir das ein, ja toll! Tolle Idee. Falls das neue Sommerzeitmodell eingeführt wird, freuen sich insbesondere Cabrio-Fahrer, die Hersteller von Sonnencreme und natürlich die Spanner am FKK-Strand. Ein Problem haben wir dann allerdings das ganze Jahr über lästige Insekten. Doch jetzt gibt es das ultimative Mittel dagegen. Sie kennen das Problem. Sie haben eine teure Insektenfalle gekauft, aber die Viecher fliegen einfach nicht rein. Schluss damit, denn jetzt gibt es den praktischen Insektenwegweiser Parol 2000. Parol 2000 und die Mücken wissen, wo es lang geht. Sichern Sie sich den praktischen Insektenwegweiser Parol 2000 jetzt. Harald Junke hält sich zurzeit, das wissen wir, zum Ausflüchtern im Ausland auf. Seitdem ist die Zahl der alkoholbedingten Verkehrsunfälle in Deutschland um 2,4 Promille zurückgegangen. Was Sie beim Fahren unter Alkoholeinfluss alles beachten müssen, verrät Ihnen jetzt unser Verkehrsmagazin, der versiebte Sinn. Musik, geselliges Beisammensein, exzessiver Alkoholgenuss und Autofahren. Dies passt auf den ersten Blick gut zusammen. Doch Vorsicht! Allzu besorgte Gastgeber neigen dazu, ihren angetrunkenen Gästen die Autoschlüssel abzunehmen. Lassen Sie es nicht so weit kommen. Suchen Sie sich in jedem Fall einen Wagen aus, der zu Ihrer Stimmung passt. Vertrauen Sie beim Öffnen des Wagens getrost auf ein Wunder. Lassen Sie die besorgten Anwohner in jedem Fall wissen, dass Sie sich jetzt sicher auf dem Heimweg befinden. Rufen Sie deshalb zum Abschied eine lustige Melodie. Vergessen Sie auf keinen Fall die anderen Verkehrsteilnehmer. Lassen Sie sie an Ihrer ausgelassenen Stimmung teilhaben. Gut eignet sich dazu Highway to Hell. Die meisten angetrunkenen Autofahrer fallen durch eine übervorsichtige Fahrweise auf. Deshalb passen Sie Ihre Geschwindigkeit gut Ihrem Gemütszustand an. Doch aufgemerkt, Sie sind nicht alleine unterwegs. Gehen Sie deshalb immer davon aus, dass es sich bei 2 entgegenkommenden Lichtern um 2 Mofa-Fahrer handelt. Versuchen Sie einfach vorsichtig durch die Mitte zu fahren. Doch die allerwichtigste Regel beim Fahren unter Alkohol ist, zwischen Leber und Milz passt immer noch ein Pilz. Meine Damen und Herren, wird im Deutschen Bundestag großgeschrieben. So trainiert die FDP noch immer den 5%-Hürdenlauf und die SPD seit 15 Jahren den
Oppositionsmarathon. Mit wie viel Ehrgeiz die Politiker bei der Sache sind, zeigen wir Ihnen jetzt in der neuen Folge unserer Bundestagssoap Bonanza. Sehen Sie nun eine weitere Folge von Bonanza. Diesmal mit dabei Claudia Nolde, Horst Seehofer, featuring Wolfgang Schäuble und vielleicht auch mit Lichtzähne. Hans Hermann, hör mal zu. Hans Hermann. Hermann Otto. Na gut, also Hermann Otto. Beim nächsten Mal musst du mitmachen, Hans Hermann. Beim Sportabzeichen. Wer sich in Zukunft drückt, muss ins Städtli hinaus. Überlegst du gut, Bub. Nee, also, ich hab's mit 30 Grad gewaschen. Es ist gar nicht richtig sauber geworden. Ja, ich wasch immer mit 35 Grad. Augenschmerzen. Schmerzen. Ja. Wir sind, ja, das Sportabzeichen. Das Sportabzeichen. Tribut. Ist es, das sage ich. Gesund schon immer. Hauptsache gesund, sage ich immer. Mhm. Merkt ihr das? Ich finde, die Männer sollen demnächst ihre Sportsachen selber waschen, oder? Ja, genau. Meine sehr verehrten Sportkameraden und Spielerfrauen, es ist lobenswert, dass sich die Abgeordneten im Bundestag wieder sportlich betätigen. Bedauernswert ist aber die Tatsache, dass wieder nur die weiblichen Abgeordneten die verschwitzten Klamotten waschen müssen. Deshalb habe ich beschlossen... Jetzt halt mal den Ball flach, Redet Rita. Mir einfach dazwischen. Ich glaube, ich höre nicht richtig. Ja, wir reden schließlich über das Sportabzeichen. Und das ist ja eine ganz wichtige Sache, nee. Gell? Eigentlich wasche ich ja auch gerne. Zunächst einmal hoffe ich mal, dass alle den Wettkampf gut überstanden haben. Komme jetzt aber schnell zur Entscheidung. Wer bekommt das Sportabzeichen 1997 des Deutschen Bundestages? Es beginnt Claudia Nolde. Claudia, ihr pennt wieder. Na gut, ich zeige Ihnen eben Claudia Noldes Sportbeitrag und sehen Sie selbst, wie knapp das war. Oh, das war knapp. Stadt Nummer 2, Horst Seehofer. Komm nach vorne, Horst. Habe ich eine Angst. Unangenehm. Herr Seehofer, Sie brauchen wirklich keine Angst zu haben. Hier wird niemand gebissen, es sei denn, er lügt. Das ist also ja mein bitte. Problem. Ja, also, ich war mit dem Fahrrad unterwegs. Film ab. Also, ich bin mit meinem Fahrrad wie ein Pfeil durch die Landschaft geschossen, wie die bei der Tour de France. Leider sieht man das auf den Bildern jetzt nicht so besonders gut und deswegen gebe ich ab an den dritten Teilnehmer, Wolfgang Schäuble. Entschuldigen Sie bitte mein Aussehen, aber ich bin mir heute Morgen über die Brille gefahren. Außerdem möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich im nächsten Jahr nicht mehr am Sportabzeichen teilnehmen werde. Die Herausforderung ist einfach nicht mehr groß genug, aber sehen Sie selbst. Kaum Schnee, weit und breit kein Mensch, der mit mir mithalten konnte. Einfach langweilig. Ich denke, ich habe auch in diesem Jahr wieder gewonnen. Auf Wiedersehen. Dankeschön, Wolfgang, aber ich lasse mich von dir nicht überrollen. Du hast nicht gewonnen. Außerdem musste ich die Teilnehmerin Claudia Nolde wegen Desinteresse disqualifizieren. Womit der diesjährige Gewinner feststeht, es ist Horst Seehofer. Wie lange kann Horst Seehofer vertuschen, dass er gar nicht gefahren ist? Ist Günter Rexroth wirklich wieder ganz gesund? Und warum boykottiert Theo Weichel den Transrapid? Dies und mehr in der nächsten Folge von Bonanza. Und gleich sehen wir noch in der Wochenshow Lothar Matthäus, Gedanken zur Welt und eine sensationelle Trendwende auf dem Arbeitsmarkt.